Bisher bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Am Stall der Zwillingsberge gingen wir gemeinsam mit Pine einer weiteren Spur von Zelda nach. Diesmal wurde sie von Yiga entführt und allem Anschein nach irgendwo auf den Zwillingsbergen gefangen gehalten. Natürlich begaben wir uns auf die Suche nach Zelda, um sich zu befreien. Nach einiger Kletterei fanden wir auf den Käfig, in dem Zelda gefangen gehalten wurde. Letztendlich stellte sich aber heraus, dass dies nur eine Falle der Yiga war. Wieder einmal wurden wir in einen Kampf gegen ein paar Yanuwits verwickelt, aus dem wir aber siegreich hervorgingen. Anschließend versuchten wir die große Fee Kotura nach Stolz der Zwillingsberge zu befreien, doch sie würde sich erst zeigen, wenn sie Trommeln hört. Wir suchten daher den Musiker Beats auf, dem wir ein bisschen den Austerhonig brachten, damit er daraus Honigkrepp machen konnte. Er suchte daraufhin aus unserem Zyklus auf, in der Nähe der großen Fee fanden wir ihn leider nicht. Daher bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als unsere Reise nach Athenum fortzusetzen. Mäusefreunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir stehen hier wieder am Stall der Zwillingsberge, wir werden auch von hier aus weiter aufbrechen, aber ich habe mir nochmal angeguckt, was der Typ da sagt hier vom Stall, wenn wir mit dem quatschen quasi, wenn wir den Pferd abholen. Der sagt was vorwiegend, dass seine Kinder oder die Kinder hier am Stall und diese riesigen Fußabdrücke, die ich ja noch erziffern konnte, weil ich halt immer skippe, entdeckt haben. Mal, sprich mal noch kurz mit denen, vielleicht sagen die uns was über ein seltenes Tier. Was sahen die so aus, ein Tier? So, Willkommen, das hier ist der Stall der Zwillingsberge. Du, Dato, hier ist ein Kunde. Komm und sag willkommen. Diese Spuren, hatten die so ausgesehen? Nein, doch eher so. Und die meinen mich jetzt immer in den Boden, die Fußabdrücke angeblich. Tut mir leid, eigentlich wollten wir immer zusammen willkommen sagen. Aber Dato meint jetzt noch diese komischen Spuren. Was für Spuren genau, damit die mehr drüber wissen. In Firone, südlich von hier, haben wir ganz komische Fußstapfen gefunden. Die waren riesig groß und passend zu keinem Tier. Solche Fußstapfen hat noch nie jemand gesehen. Wir wollten sie sofort unserem Papa zeigen, aber dann hat es geregnet und sie waren weg. Papa sagt, dass wir wahrscheinlich nur geträumt haben und glaubt uns nicht. Wo wir sie ganz wirklich gesehen haben. Also in Firone, okay, das merke ich mir mal. Kann ich mir auf jeden Fall mal irgendwie, ja, notieren. Wahrscheinlich sogar. Gut, es fängt an zu regnen, sehr gut. Hat hoffentlich nicht zu gewittern. Das Pferd, so, wir reiten jetzt einfach mal hier rüber, würde ich sagen. Denn ich möchte immer noch nach Athen und da ist oben scheinbar ein Abgrund, kann das sein? Habe ich noch einen Turm markiert? Ne, ich glaube, der war nur hier in Firone noch einer, ne? Und das da? Ach, ein Baum. Ist das ein Kirschblütenbaum? Markier mir mal den Baum einfach. Das wird ein Kirschblütenbaum sein, nämlich. So, einfach mal markieren. Als eventuell wichtige Stelle. Und jetzt geht's weiter. Ich kann mich ja noch kurz hier umgucken, ob noch irgendwas zu finden ist. Aber ich habe es ja schon mehrmals gesagt, falls ihr irgendwo... Ach, der Hinox, stimmt, den haben wir voll vergessen. Ah, hier ist ein Kroll, guck mal. Hier sind wieder so Pfeile. Die haben wir ja schon letztes Mal, als ich die Gang gesehen habe, auf den Rock hingedeutet. Hier ist aber nichts drin, ne? Ah, doch. Da ist er ja. Da hat sich versteckt, der Sack. Da machen wir die Nox platt, kommen, wenn wir schon mal hier sind. Du bleibst da, Pferdchen. Danke. Ich denke, dass du dich in Gefahr begibst. Das Blöde ist, der Nox ist halt schon wach, ne? Aber er ist, ich sag jetzt mal, nur rot. Auch schon fotografiert, perfekt. So, hier haben wir noch Eier, die brauchen wir auch noch. Ach, wenn ich jetzt weiter cool das Pferd zu mir, scheiße. Möchte ich ja gerade nicht. Was ist das jetzt ein. Den super. Hab ich gesehen hat. Shit. Weg. Komm her, Kollege. Ich auch nicht getroffen habe, so jetzt aber. Ich weiß gar nicht, wie es waffentechnisch noch aussieht. Da kommt noch ein Bockblin an. Und ich habe die Zanschen Kurzschwerter bekommen von den Jäger letztes Mal. Aber wir hauen. Komm, Bolle Goma haben wir einfach benutzen. Geht der schnell kaputt. Er greift jetzt die Novo an. Jupp, er greift die Novo an. Auch getroffen. Das ist nämlich ein Soldatenschwert. Ich glaube, die bei mir vom Hammer noch. Bockbinhorn. Jetzt treffe ich natürlich das Bein, das geschützt wird. Er hat sich eine Feuerwaffe durch angeboten, ne? Das war aus Holz. Apfel. Ups. Nein. Die Palfrau kann ich noch fotografieren, genau. Äpfel habe ich schon, oder? Ich hab schon Schwerbananen? Nein, hab ich auch noch nicht, seht ihr mal.
Dann holt er doch alles mal nach. Aber muss auch fast wieder voll, muss ich mal wieder lernen, bald. Bin ich auch noch Bock mit den Sachen, ne? Ja, schon fotografiert. Was sind denn? Ja, okay, habe ich schon. So, mit Pferdchen, ist das nicht mein Pferdchen? Kann man jetzt mal wieder kommen, mein Pferdchen. Wir gehen währenddessen weiter. Nehmen wir noch ein paar Sachen mit. Materialien. Natürlich darauf, dass jemand da irgendwas zwischensteht. Ich sag's euch. So, komm und aufsteigen. Zack. Perfekt. Was ist denn da als Moblin oder was? Haben die da eine Mauer umgebaut oder was? Die Schweine. Wir haben Rodolith-Stab. Er könnte trotzdem abfackeln, obwohl jetzt hier. Obwohl es. Ja, die Monsterhorde tatsächlich. Ich habe keine Begleiter dabei. Was geil bei Regen. Richtig gut. Ich hätte die alle auf einmal. Nicht alle, aber die meisten. Ich gehe mal hier so ein bisschen zentraler. Au. Habe ich nämlich auch mehr. Aber mich der Schwarzbocken erwischt. Geht gleich kaputt, scheiße. Die erstmal erledigen. Oh, ey, die sind alle schon schwarz hier. Gegner. Das ist die Bocken. Jetzt mit dem haben wir da drauf. Hier, komm doch mal her. Von ein paar von den Waffen soll ich mitnehmen, tatsächlich. Au, hier ist die Fee weg, super. Ihr wusst doch, da ist noch einer. Komm weg, Yudoro. Jawohl, perfekt. Man kann diese Bedrohung anscheinend auch alleine machen. Da krieg ich wahrscheinlich nichts dafür, weil es war jetzt keine Nebenaufgabe. Ich, dann merke ich mir die Stille, glaube ich mal. Aber mit so einem Zeichen hier auch. Ist ja quasi Bossgegner. Und ich werde jetzt einfach Waffen verstärken. Mich hier die Kurzschwerter. So, zack. Und hier noch schönes Bockbinhauer. Doch, da ist doch ein Horn. Lass mal mitnehmen hier. So. Ich muss hier auch die Waffen mitnehmen hier. Ich erzähle, dass die alle schwächer sind als die Waffen, die ich dabei habe gerade. Wir legen das einfach ab hier. Wir legen das ab und nehmen die helle Bade mit so. Das ist stärker, oder? Das ist genauso stark, okay. Aber immer eine andere Waffenart mal. Dann geht's weiter für uns. Komm. Jetzt einfach da vorbei. Damit übersehen. Hier wieder. Das Wetter läuft jetzt, als es sollte. Hier wieder zurückgeben, ist hier, ne? Was leuchtet denn da so? Ist das ein Pilz? Ist das eine Waffe? Das ist wieder ein Prinzessin-Entzieher. Warte mal, kann man es untersuchen hier? Ja, kann man. Denk mal jeden Seelen, die Verheerung von uns riss. Zelda. Na, no, hier war ja auch ein Schlachtfeld. Sieht die Festung aus, wie sie aussieht. Aua, oh. Das tat sicher weh, armes Pferdchen. Lauf doch da jetzt. Lauf. Ja, ich doch alleine weiter, ich sag's euch. Ja, schon, so hat hier fotografiert, so ein Ast. Ne, also so eine Route, genau. Ja, hab ich nicht. Rüstung habe ich schon mittlerweile, genau. So, eh ein Haus hier, ne? Hört mal da rein, vielleicht ist ja wieder eine Nebenaufgabe hier drin. Dann Kock hier oben drauf. Jetzt ich Kock oben drauf. Echt, hier ist Haus abchecken einmal, ne? Da könnte über so ein verdammter Kock drauf sein. Ist hier dann Honig, eine Honigwabe, ne? Rüber am Baum. Oh, der hat viel Holz hier. Ne, Holzbündel. Die klaue ich ihm jetzt einfach. Ist überhaupt noch jemand drin? Noch Notizen. Kalebs Tagebuch. Ach, der hat hier gelebt. Stimmt. Ein Tagebuch. Und jeder einzelne Eintrag ist sofort mit Kaleb Magister unterzeichnet. Möchtest du es lesen? Klar, von dem Idioten da, den wir Kakriko gesehen haben. Kataklysmus ist als Wort festgelegt worden, um all die bizarren Ereignisse zu bezeichnen. Treffend, wie ich finde. Wunderliche Ruinen sind vom Himmel auf die Ebene hier im Westen gefallen. Und mechanische Monster sind aufgetaucht. Aber die Eigenartigkeiten beschränken sich mitnichten auf dieses Gebiet. In ganz Hyrule spielt sich Ähnliches ab.
Glück blieb sowohl ich als auch mein Heim unversehrt, doch andernorts der Schaden sicher immens. Wirklichstens ist das Schloss Highwood sich in den Himmel erhoben haben soll. Fast zu absurd, um es zu glauben. Was steckt hinter all diesen surrealen Begebenheiten? Mein Forscher hat einen Ruf danach, die Wahrheit aufzudecken. Mein Fremder besuchte mich unverhofft und stellte sich mir als Mitglied einer gewissen Sonderforschungsgruppe vor. Hier Tauro, ne, wahrscheinlich dann. Das habe ich nur zufällig in diese Gegend verschlagen. Ah, sicherlich ist es nur zu schüchtern, um die Wahrheit zu gestehen. Vielmehr scheint es mir offenkundig, dass er auf meiner allseits gerühmten Expertise den Weg zu mir gesucht hat. Ich verzieh ihm sein Flunkern und hörte, dass nordwestlich dieses Hauses riesige Ruinen auf Kakariko gefallen seien. Ganz Ruinen scheint der klangvolle Name zu sein, den die Welt diesen kreisrunden Steinriesen verliehen hat. Zahlreiche meiner mehr oder minder begabten Forscherkollegen versammeln sich nun in Kakariko, um sie zu erkunden. Selbstverständlich ist damit meine Pflicht, mich ebenfalls hinzubegeben, größer denn je. Schließlich wird das Stümperwerk jener Amateure gnädig beenden, wenn nicht ich und mein brillanter Intellekt, der ist so von sich überzeugt, der Typ, ne? Magister Caleb wird das Ruinenrätsel lösen, während jene Tölpel noch nach den eigenen Schnürsenkeln forschen. Nett von ihm, ehrlich. Er packt die sieben Sachen Geist und Neugier wach wie nie. Zeit nach Kakariko aufzubrechen. Bald schon wird die Forschungsgruppe vor Respekt nur so nicht herniederfallen und mich bei meinem wahren Titel rufen. Jawohl, endlich wird man mich Magister nennen. Genius gar. Vorher kehre ich nicht her zurück, das gelobe ich. Wenn diese Gegend auch von Monstern heimgesucht wird, hinterlasse ich mein Heim als Zuflucht dort. Sollte ein Reisender diese Zeilen lesen, so will ich ihn als Gast in meinen vier Wänden willkommen heißen. Ruhe wohl in meinem Bett, Reisender, und nutze alles, was du hier findest. Okay, dann habe ich ja nichts geklaut. Vielen Dank. Ich meine, ist er da noch so nett, ne? Ich werde jetzt hier pennen, ne? Ja, komm, machen wir es morgens einfach. Ein kleines Stäfchen. Kann nicht schaden. Gucken, war ja erst. Da sollte ja nichts passieren. So viele Gegner haben auch noch nicht sich seitdem. Ich frage, jetzt kommen die Monster auch eigentlich wieder? Oder muss ich einfach nur die Typen finden, dann merken die Monster sind kaputt und, ja, das war's dann. Ich denke mal, die werden mal gut auch wieder aufstehen, oder? So, zack, Herz wieder voll. Perfekt. Ich bin halt jetzt direkt zwei Feen wieder weg sind, ne? Was ist hier noch ein Monster? Das ist ein Monsterlager, ne? Das fliegt doch Kakuda rum mit Fässern. Exafoss sind da jetzt. Unter anderem. Na gut, der war vor Monsterlager, haben sie ein bisschen aufgestockt, glaube ich. Bisschen, ne? Also die sind echt top, die Viecher, ne? Oh, hier ist ein Krok. Das ist sein Freund will. Der guckt da rüber, ne? Scheiße. Wo ist ein Bootbau für ihn, ne? Kann das sein? Da hinten muss ich hin, okay. Ah, ich kann auch eins hier bauen. Bin hier auch, wenn ich da torn? Oder muss die Strömung mich darüber treiben? War so, oder? Hier drauf. Ich meine, ich könnte auch eine Brücke bauen, ne? Theoretisch. Ist vielleicht besser. Ich glaube, kann jeder auch wegfährt. Ja, eine Brücke macht sogar mehr Sinn, tatsächlich. Und dann war hier noch die Dinger. Zack. So. Achso, übrigens, das habe ich jetzt offscreen rausgefunden, als ich mal ein bisschen ausprobiert habe. Wenn man ZL drückt, ich kann es nochmal hier vorfügen, glaube ich, Sekunde. So, wenn man ZL drückt einfach, einmal kurz, dann ist das Ding immer flach. Ist eigentlich gut zu wissen. Steht da hier nirgendwo, wie man sieht. Na, bist du nicht wieder dahin? Reicht doch nicht, ne? Nope, da brauche ich noch ein paar mehr Dinger. Na, hoch. Was ist passiert? Dieser Quadrat ist praktisch gut, ne? Eigentlich muss das reichen, glaube ich, aber ich nehme jetzt noch einen mit einfach und dann ist das endlich das Thema. Und dann gehen wir darüber. Da kann man eine Brücke. Dann nehmen wir ihn auch schon mal mit, würde ich sagen. So, ab. Er ist noch weiter gerannt, wie ich sehe. Ein paar Meter. Ist aber okay. Ich doch nichts mit, ne? Das ist nicht doch jetzt halt getroffen. Oh shit, da kommen sie schon. Da kommen sie schon an.
Jetzt passt einfach, ist der kaputt? Nein, ist nicht kaputt. Ist er kaputt? Au! Was ist hier beim Schwester nach mir, diese Schweine? Alter, geht's noch? Auf dem Acker, Kollege. Aua, Mann, die haben auch richtig was drauf, die Viecher, ne? Ihr habt hier, glaube ich, eine Truhe, ne? Die nehme ich diesmal auch mit. Ich glaube, wie letztes Mal beim Biwarock. Ich hätte vergessen, aber die Truhe zu öffnen im Nachhinein. Was echt ziemlich dumm war. Ja, auf extra Phosphor, das nehmen wir. Alter, ist das ein Horn. Junge, Junge, Junge. Schreib geht ja, glaube ich, nicht, ne? Aber der hat ordentlich Angriffsstärke, 16. Nicht ohne. Warte, ich die Truhe öffnen, bevor ich es wieder vergesse, wie gesagt. Ein Zahnschnell-Langschwert. Okay, wir haben Kurzschwerter 3 Stück gehabt. Oder haben wir sogar noch? Wird jetzt ausgestattet mit Hörnern und so. Jetzt noch ein Langschwert. Ach, ich habe das Pferd mitgenommen, aber das Pferd nervt irgendwie gerade mehr, also hilft, ne? Da bringen wir eben den Krog. Ne, wir bringen ihn jetzt nicht weg. Ich gucke mich jetzt noch schnell hier um. Die Sachen, die ich noch habe hier. Ach, alles kaputt hier. Warum liegt da nicht das auch mit? Ist doch klar. Wichtige Ressourcen eventuell noch. Kann man immer gebrauchen. Pfeil und so. Haben wir hier noch Schönes. Alles schon fotografiert hiervon? Artholzstock, einfacher Stock, ja. Ah, hier sollte Anzweiter noch nicht. Okay. Dann holen wir das doch nach. Perfekt. Kann man nichts mitnehmen. Okay, das ist nicht schlimm. So, Quaggy, komm mit. Die Strömung muss in die falsche Richtung, kann das sein? Ich hab mich darauf verlassen, da wäre ich in die falsche Richtung abgedriftet mit dem Krog. War die Brücke wohl die richtige Entscheidung? Ich noch ein Pfeil von mir, ne? Oder? Oh, zwei. Verschossen hab eben. So, dann sind wir gleich da. Hier, Kollege. Reicht schon, endlich wieder zusammen. Oh, das ist ein Raubschleim. Sind auch hässliche Viecher geworden, ne? So, bitteschön. Ja, bitte, guckst du, danke. Könnt euch vom Acker machen, ihr zwei. Wenn ich das nächste Mal hier bin, möchte ich euch nicht mehr hier sehen. Ich weiß, es ist kein Felsen, kein Felsenraubschleim. Aber ich will den einfach mal jetzt wecken. Komm. So, ich muss ja da hingehen, ne? Hab ich eine Lanze? Ja. Kann ich damit einfach draufhauen mal? Hallo? Bin hier. Hallo? Ja, mich genau. Das geht. Perfekt. Brauche ich keine Pfeile verschwinden für das Vieh. Obwohl, wer schön mit draufhauen würde, ist auch mal. Was hat ein Idiot, ehrlich. Komm, Mäulchen auf. Weg ist es. Perfekt. Hätte mit Stein und Helm mit der Truhe. Das sind die auch nur gut, die Viecher eigentlich mittlerweile. Nochmal ein Langschwert, okay. Da leg ich doch was ab, oder? Oder? Oder was ist die Frage? Einfach das, ich will. Eigentlich will ich das nur. So, muss ich das hier ablegen? Wenn ich das Foto fotografieren kann, das wollte ich eigentlich nur machen. Soll ich hätte das andere Langschwert ablegen können, einfach. Stimmt. Wäre sinniger gewesen, ja, egal. Okay, das hat eine Haltbarkeit, das nehme ich dann doch lieber mit. Sagen, warte, das andere hat einen Effekt, das andere nicht. Doch, hat es auch, okay. Die Frage ist jetzt, jetzt bin ich schon die hochgegangen. Wollte ich gar nicht. Da drüben war ja in Wolfers Waldenschreien. Die Dämonenstatue. Sind die eigentlich immer noch da, die Dinger? Eigentlich macht das keinen Sinn. Ich meine, wir haben auch keine Nebenaufgabe bekommen. Macht eigentlich keinen Sinn, wenn hier nochmal ein Schrein auftaucht. Der gleichen Aufgabe, wisst ihr? Ein Objekt da ist hier, okay. Dem helfen wir auch noch, dem Kollegen. Versteht sich hier von selbst. Ah, guck mal. Solche Stützen kann ich da jetzt bauen, eventuell. Wo muss ich das hier nehmen? Aber reicht das eventuell, einfach jetzt hier die Dinger zu nehmen? Wieder hier reinzustellen? Die passen da nicht rein, scheiße.
Ja, dann. Vielleicht doch eher so weit rein. Das passt schon mal. Also gibt's ja um, ne? Ich behaupten. Mit das lieber. Ich jetzt hier noch so anschreien, damit das besser hält. Soll eigentlich schon reichen, würde ich behaupten. Erstmal los, bitte. Reicht das? Er sagt jetzt, das ist doch nicht kerzengerade, Junge. Das Ding hängt so halb in der Luft. Mein Freund, oh gut. Jetzt reicht. Dann reicht es mir auch. Aber bleibt das hier doch sogar stehen, wie es umgekippt ist? Ja. Tatsächlich. Okay, das war auch ein nettes Detail, wenn das echt so bleibt jetzt. Mit Playful, das ist auch bei jedem Spieler wieder anders, glaube ich, ne? Jetzt, wie es halt umkippt. Mal Donnerblume, danke dir. Ah, eigentlich wollte ich hier gar nicht hin mit. Also ihn habe ich jetzt nicht getroffen. Ich wollte da unten nochmal rein. Ja, Hatedo, glaube ich nicht, das, was heute erreichen wird, war auch nicht mein Ziel. Ja, ich möchte da jetzt mal langsam ankommen, das stimmt schon, aber. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich auch wieder ankomme. Also, ehrlich nicht. Hat auf jeden Fall wieder gewissen Krog, das weiß ich. Ist hier gleich eine Höhle? Ist eine Höhle, glaube ich, da hinten, ne? Boah, Alter, ich bin erschrocken. Der Kackbaum, ne? Acker, ey. Heilreis, oh, den brauchen wir noch. Eine Aufgabe. Die ist gleich schon kaputt, scheiße. Noch mehr Bluffbäume. Der ist ein Rüstling. Deck hier schon. Und Rumi ist auch abgehauen, schade. Ist der hier schwer gekommen? Der Rumi hat mich leider auch schon gesehen. Ja, ich höre doch nur mit, würde ich sagen, ne? Was ist denn hier? Noch ein Schleichling. Ja, hier schenkt er rennt auch erstmal da rein, alles klar. Oh, hier ist. Hier die Nebenaufgabe. Höhle am Halbblut. Halbblutplateau. So. Die Steinschott weisen den Weg zu einem prächtigen Schatze. Geht drin oder was? Ah ja, Tatsache. Ah, es hat jetzt so eine Geschichte hier. Komm, dann folgen wir den einfach erstmal, würde ich sagen. Ich nehme mal zum Kaputthorn ja hier in den Felsbrockenhammer. Aber die Dinger nehme ich hier schon mit, die Edelsteine und so, die Erzbrocken. Die Frage ist für mich auch zum Majoi, die Statuen. Leuchtstein, nehmen wir auch mit. Nicht ganz so wertvoll, aber ich weiß, ob wir viel auf eine Nebenaufgabe brauchen. Ist kein Schatz. Ich jetzt hier getrollt. Und die gucken dahin als einzige. Ich folge ich denen dann einfach mal, ne? Einfach da so durch, hämmern jetzt. Komm schon, Judo, mach hin. Das ist offen. Ja, das führt mich jetzt hier nur im Kreis herum. Dann werde ich sauer. Oh. Hier ist ein Bossbock. Den können wir doch echt mal schnell auf den Sack gehen, glaube ich. Da hinten nicht fast treffen. Ich schütze mal dran. Hacke. Wo ist Yunobo? Yunobo? Ist weg. Kann sein, dass hier der Schatz ist, ne? So, kommt mal her, Freunde. Der Sonne. Einen habe ich erwischt. Zwei noch. Macht ihr gerade seine Kollegen da um? Meine Kollegen sind alle weg. Idiot.
Sehr gut, Junovo, komm mal her. Bam. Das ist aber geflogen, der Kollege. Ich muss gleich mal machen. Oh, der Junge umkippt. Oh, perfekt. Ja, besser geht's ja kaum. Boss-Vorkorn muss ich noch fotografieren, machen wir. Direkt. Was, was, das soll ich auch gar nicht an. Diesmal habe ich mal eine Waffe. Ein Soldatenschwert einfach, komm. Ah, das genau. Die Horror gehen auch, theoretisch okay, aber will ich nicht. Oh Junge, ich brauch dich hier mal. Oh, das ist doch bestimmt was. Ah. Vielleicht hier den Major einfach. Kann ich mir auch vorstellen. Novo, da bist du. Mal alles kaputt machen. Das haben wir ja. Da geht's echt weiter. Hier unten lang. Jetzt einfach weiter, ne? Scheiß Schleim, die gehen mir gerade auch auf den Sack. Die jetzt schütten mich auch ein bisschen, muss ich sagen, gerade. Wie halten die denn aus? Schleim, ehrlich jetzt. Ich hab noch einen Felsbrockenhammer. Was ist mit dem Schleim, jetzt mal ehrlich? Da sind auf jeden Fall noch mehr Statuen. Hier unten. Ah, doch. Die eins gucken da in die Mitte. Aber es kann natürlich sein, dass die ja da umgeguckt haben, ne? Und nun? Was für ein Rätsel hier. Ich mal hier was hinlegen. Fünf Äpfel oder so. Einfach mal ab, so. Hinter diese Statuen quasi. Ach, erstmal ich jetzt nicht, egal. Hier mal einen hin. Hier noch drei. Ja, da passiert nichts. Ups, was habe ich Äpfel weggeweht? Wo sind die alle jetzt hin? Sind alle gerne wieder. Jetzt sollte ich hier so einen Stein haben, oder? Okay, was wollen mir die Statuen jetzt hier sagen? Check's nicht. Was ist, wenn ich hier hochgehe? Ich dachte mal die Statuen oben. Hier im Vorraum. Ich sag vielleicht jetzt gerade direkt, bin ich direkt runter. Naja, aber ich bin mal beim Major gelandet irgendwie. Jetzt echt, wenn ich den schon gefunden habe, dann nehme ich den jetzt doch mit. Dass ich schon mal so viel Glück habe. Weg ist das Vieh, oder? Ja. Ich will den Weg wieder zurückfinden. Die Statue für mich zu einem Schatz. Angeblich. Schau auf die Echsen, ehrlich. So, hier bin ich. Ach, achso, okay. Ja, perfekt. Die gucken da halt durch. Das war der Schatz. Ich muss irgendwie den Weg da hinten hinfinden. Aber hier kam ich nicht dahin, ne? Schade eigentlich. Ja, ich hab mich schnell jetzt mal auf der Karte markieren sollen, kurz mit dem X oder so, mit dem Stern. Mit dem X sag ich schon, mit dem Stern. Das sah doch auch wieder aus wie einer von Randers Schätzen, oder nicht? Irgendwie ein anderes Symbol auf dem Ding drauf? Nee, ne? Auch nicht. Wenn ich hier mehr Felsen finden würde, würde ich die auch noch dahin legen, aber ich habe ja nur den einen hier. Leider. Ich muss den Weg da hinten hinfinden. Ah. Ah, jetzt verstehe ich. Drei Statuen, ne, die führen hier hin. Okay, jetzt verstehe ich das. Deswegen stehen hier drei Statuen, okay. Das ist jetzt die Lösung. Die Statuen gerade zählen müssen. Ich dachte mir gerade, der Major, der war doch hier in der Nähe, der war doch hier quasi nebenan. Wenn man ehrlich ist, also muss ich doch endlich jetzt hier hinkommen irgendwie. Was haben wir hier Schluss drin?
Barbarenmaske, okay, also jetzt finden wir doch noch die anderen Teile von den Rüstungssachen oder was. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich wieder hoch zu dem anderen Raum, ne? Wo ich gerade dann da unten bin. Ne, bin ich jetzt hier bei Majoi. Sache, ne? Noch hier auch noch hoch, oder? Ich meine, ich habe jetzt hier alles gefunden. Da kann ich jetzt die ganze Höhle durchforsten. Das macht jetzt keinen Sinn so wirklich. Aber ich wieder hier draußen, okay. Ne, dann gehe ich jetzt auch hier wieder weg, Leute. Bist zu blöd. Ganz ehrlich. Sollte da noch was drin sein und ihr wisstet, hört mich gerne auf, ja, das könnt ihr mir jetzt gerne verraten. Also, oder sagt mir einfach, da ist noch was drin. Da soll ich nochmal nachgucken, besser gesagt. Nicht verraten, was drin ist, sondern ein Blick da rein, ein gründlicherer. Der lohnt sich schon. Das reicht mir völlig. Aber jetzt gucken wir nochmal. Naja, nach Athenum will ich nicht bekommen, wie gesagt. Klar, ich könnte jetzt direkt hinfliegen wahrscheinlich. Aber ich würde echt gerne einmal hochfliegen. Das allerdings auch nur. Ups, nicht Amiibo, Zeitumkehr. Das allerdings auch nur, weil ich einmal sehen will. Ah, warte mal. Sagt die mir, was ich schätze? Da ist wieder eine mit der Mode hier. Sissimo. Oh, wie triffst du den erneut Reisender? Ich hoffe doch, es geht dir gut. Wenn wir nun schon einmal hier sind, wie wäre es, wenn ich dir ein wenig über mich erzähle? Jetzt ging es mir nur darum, das Reisen und die Mode zu genießen. Doch Sargonus weg hat mich komplett verändert. Plötzlich war mir klar, dass man handeln muss, wenn einem etwas sehr am Herzen liegt. Das ist vielleicht eine Leidenschaft für Mode in die Welt hinaus, während ich an der Schatz suche. Schatz umfasst eine große Sammlung wunderschöner Kleidung, die der Räuberkönig Gramm da zusammengetragen hat. Ich kriege auch keinen Hinweis mehr darauf. Was okay ist, also ich will jetzt auch nicht alles vorgekaut kriegen. Das ist nicht mein Ziel. Ganz ehrlich nicht. Ich bleib mal hier stehen, ich glaube, der ist nämlich umgekippt. Ne? Ja, der ist umgekippt. Na komm, ab nach oben. Ich will eigentlich nur sehen, ob ich irgendwo da ist und schreien. Das wird vielleicht der in Hateno sein, ne? Ja. Das hat Institut. Gib mir jetzt auch einmal so, was meine nächsten Ziele sind. Sonst noch irgendwo schreien? Nee, ne? Oh, weiter geht's nicht mehr. Oh, und weg. Ich würde jetzt einfach auf dem Hügel hier landen, ganz ehrlich. Warum nicht? Da war der Turm. Im Hügel, da ist der Abgrund. Da drüben. Gut, da kommen wir jetzt zu dem Turm da hinten, ja. Aber was ist denn der Turm von dem Gebiet hier? Da oben. Oder was? Ja, sicher auf dem Berg da oben drauf, oder was? Ich wollte mich da jetzt komplett verarschen, oder? Toll. Das sieht aus, als wäre da ein Krog mal wieder, ja. Auch also nur etwas Schweres da dran hängen. Wie mag ich diese Krokrätsel, ehrlich jetzt? Kann ich auch öfter, würde ich sagen. Ja, komm. Plopp. So geil, ne? Wenn's da rausploppt, ehrlich. So. Au. Moin. Ich glaube, gerade ist hier noch was hinter. Also viele Dinger neben liegen. Nur mich gerade ein bisschen. Und da möchte ich nicht hin unbedingt. Da gehe ich erst, wenn ich noch angestellt möchte, aber das ist noch lange nicht mein Ziel. Das ist ein Lagerfeuer. Lagerfeuer heißt doch, ist doch eigentlich ein guter Punkt, um eine Rast einzulegen, ne, würde ich behaupten. Außer hier sind Gegner. Oh, das ist Gakuda. Oh, den habe ich gleich gesehen. Das hat vielleicht andere Viecher geweckt, super. Hat sich ja gelohnt. Ja, kurz, Nein, das möchte ich ja benutzen, das Ding, so. Das auch nicht. Das hier möchte ich benutzen. Schieß doch, Kollege. Jawohl, Yunobu, gib ihm. Witzig, wenn man einfach so einen Kakuda in die Schusswahl von so einem Bockbin reinfliegen lässt, der Bockbin dann das Vieh trifft. Stell ich mir echt witzig vor, wenn das mal passieren will. Na gut, weil wisst ihr was, wir machen jetzt echt hier Rast. Das Feuer ist zwar, ne, ist noch an. Wir machen auf jeden Fall echt ein Päuschen. Das war's leider schon für heute. Beim nächsten Mal reicht mir eine ziemlich sicher Athedo, würde ich behaupten. Hier haben wir jetzt den Schrein gesehen, genau da hinten ist es. Da gucken wir uns da was, denke ich mal, ein bisschen um noch. Vielleicht können wir auch hier noch hier so ein Stinks mitnehmen. Bis auch oben bringt wieder. Ich jetzt gerade noch nichts von. Hat eine gesehen irgendwo. Naja, egal. Wir werden schon noch fündig. Freunde,
Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Dann unterstützt ihr nicht meinen Kanal sehr. Und hier rechts fand ich euch einfach direkt die nächste Folge, wo wir wahrscheinlich in der Tenno angekommen sind. Und dann fliegt auch noch ein Felsen runter. Sehr gut. Ich kann mich so noch mitnehmen. Genau, ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Euer Basokasu.